Ihr überlegt, welche Baby-Badewanne das Richtige für euer Kind ist, dann ist dieses Video perfekt für euch geeignet. Wir werden heute nämlich drei verschiedene Baby-Badewannen von drei verschiedenen Herstellern und auch aus drei unterschiedlichen Preisklassen vorstellen. Die wichtigsten Eigenschaften und Funktionen werden wir hier schon nennen. Für weitere Infos zu den Modellen oder um diese auch zu bestellen, schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Dort sind alle drei Baby-Badewannen nochmal verlinkt. Also, klickt da unten gerne mal auf die Links, wenn ihr noch mehr erfahren wollt. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Video. Starten tun wir gleich mit dem auch günstigsten Modell im Vergleich, der Baby-Badewanne mit Gestell von Baby Kayo. Diese Baby-Badewanne ist in drei verschiedenen Farbvarianten erhältlich, in einem Blau, einem Weiß und einem Grauen Design. Auch ist sie in verschiedenen Zubehörvarianten erhältlich, wobei wir uns hier auf das Vierer-Set beziehen. Dieses besteht aus einem hochwertigen Gestell, welches sowohl stabil als auch für eine platzgerechte Verstauung klappbar ist, der eigentlichen Babywanne, dem Babywanneninnenaufsatz sowie auch einem Abfluss. Diese Gestell-Baby-Badewanne wurde vom TÜV Rheinland abgenommen und besitzt ein Maximalgewicht von sogar 45 Kilogramm. Babywanne und der Babysitz sind aus besonders stabilem Plastik gefertigt, welches trotzdem BPA-rückstandsfrei ist. Die Länge der Badewanne beträgt 86 cm und ist durch den kleinen Badewannenaufsatz, welcher ergonomisch geformt ist, selbst auch für neugeborene Babys schon geeignet. Durch das zusätzliche Zubehör mit dem Abflussschlauch kann die Badewanne auch jederzeit einfach entleert werden und das ebenfalls im Lieferumfang enthaltene Nook Badethermometer ermöglicht es jederzeit, die Wassertemperatur zu begutachten. Ein wirklich starkes Modell, welches vor allem aufgrund seines geringen Preises und seiner hohen Qualität sehr beliebt ist. Von den Verkaufszahlen handelt es sich um das zweitbeliebteste Modell im Vergleich mit einer starken Durchschnittsbewertung von 4,6 von 5 Sternen. Mehr Infos zum Modell über den ersten Link in der Videobeschreibung. Als nächstes möchten wir euch ein ganz ähnliches Modell vorstellen. Es handelt sich um die Baby-Badewanne vom Hersteller Hülert. Dieses ist in einem sogar siebenteiligen Set erhältlich, womit es mit einem hochwertigen, ebenfalls klappbaren Gestell, einer 84 x 48 cm Babywanne und einem kleineren Babywannenaufsatz kommt. Auch hier wurde äußerst hochwertiges BPA-freies Plastik verwendet, was für ein sicheres und angenehmes Baden des Babys garantiert. Für aber nur ungefähr 10 Euro mehr als beim zuerst vorgestellten Baby Kayo Modell bekommen wir die Hülert Baby Badewanne aber nicht nur mit Gestell und Aufsatz, sondern zusätzlich mit Stöpsel und Abflussschlauch, einem Baby Töpfchen, einer extra Toilettenbrille für etwas größere Babys sowie einem Toilettenhocker. Also alles, was man so für das Baby im Badezimmer braucht, wird hier von Hülert in diesem 7er-Set geliefert. Die Baby-Badewanne an sich ist unserer Meinung nach nicht wirklich so etwas Besonderes und unterscheidet sich nicht wesentlich vom zuerst vorgestellten Modell. Allerdings überzeugt hier wie gesagt das Zubehör und das Set, in dem diese geliefert wird. Zudem kann man dieses Set in drei verschiedenen Farbvarianten erwerben oder wenn man die anderen Teile auch schon hat, auch nur die Babywanne als vierteiliges Set bestellen. Mehr Infos zu diesem starken Baby-Badewannen-Set über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Dies ist wie gesagt unser Favorit in Sachen Zubehör. Als drittes und letztes möchten wir euch aber wirklich eine reine Baby-Badewanne nochmal vorstellen. Es handelt sich um die Chico Cuddle & Bubble, eine ergonomische Babywanne mit Ständer, welche auch zum Baby-Wickeltisch umfungiert werden kann. Das Modell, welches in zwei verschiedenen Farben, einem Weiß und einem Hellblau erhältlich ist, zeichnet sich durch sein hochwertiges und sehr stabiles Gestell aus, welches auch zusammenklappbar ist. Auf dem Gestell befindet sich dann die Baby-Badewanne, bei der auch zwei zurückgelehnte Positionen einstellbar sind. Somit kann das Modell schon ab der Geburt und durch die sitzende Position auch für Babys ab 7 Monaten verwendet werden. Bei 11 Kilogramm Körpergewicht ist bei dieser Badewanne allerdings Schluss. Das Besondere ist, wie gesagt, dass das Modell auch noch mit einem Wickeltischaufsatz kommt. Dieser kann auf drei verschiedene Höhen eingestellt werden, um sich sehr gut an die Körpergröße von Mama oder Papa anzupassen. Vor allem bietet diese Funktion aber eine sehr hohe Praktikabilität und sorgt einfach dafür, dass enorm viel Platz gespart wird. Wird die Wickelauflage nämlich nicht verwendet, kann sie ganz einfach an der Badewanne herunterhängen und ist auch ultrakompakt mit dem gesamten Gestell zusammenklappbar. Zusätzlich gibt es hier noch eine kleine Unterablage und auch einen Organizer mit drei verschiedenen Fächern zum beispielsweise Aufbewahren von Schwämmen oder eben dem benötigten Wickelzubehör. Für die Wickelauflage ist hier noch zusätzlich ein weiches Verkleinerkissen dabei, welches sich ergonomisch an auch sehr kleine Babys anpasst. Damit liegt das Baby beim Wickeln sehr bequem und hat durch die abgegrenzten Wände auch einen sicheren Halt. Zu guter Letzt besitzt dieses Gestell auch noch Rollen, womit man es ganz einfach im Raum transportieren kann und ist auch mit weiterem Zubehör, beispielsweise einem Thermometer von Chico, erhältlich.
Insgesamt überzeugt es uns im Vergleich am meisten, denn durch dieses Modell kann man sich die zusätzliche Investition eines Wicketisches sparen, wenn man diesen nicht schon erworben hat. Mehr Infos über den dritten Link in der Videobeschreibung. Es handelt sich hier auch, wie gesagt, um das beliebteste Modell im Vergleich, also könnt ihr euch auch gerne nochmal viele Kundenbewertungen durchlesen oder das Modell danach bei Interesse auch gleich bestellen.